Die Stadtgemeinde Bernbach ist seit wenigen Tagen unter neuer Führung. Denn nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Max Kinzer wurde am letzten Donnerstag Magister Bernd Osprian als neuer Bürgermeister angelobt. Man fühlt sich natürlich geehrt, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Es war schon vor Jahren auch der Wunsch, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Und als der scheidende Bürgermeister gesagt hat, ungefähr im Dezember, wie schaut es denn aus, wird das machen, habe ich gesagt, ich rede natürlich vorher auch mit meiner Familie und meiner Frau, weil die sind ja auch dann etwas die Leidtragenden davon. Und da habe ich positive Signale kommen, so war es für mich klar und habe ich die Zusage machen können. Wie wird es weitergehen? Gibt es irgendwelche Ziele? Was werden jetzt eigentlich die ersten Schritte sein, die Sie als Bürgermeister vor sich haben? Also die ersten Schritte im laufenden Jahre liegen ganz eindeutig darin, dass man die Fusion mit der Gemeinde Biwereck finalisiert. Es hat ja da schon sehr gute Gespräche gegeben. Man ist sich da auf Augenhöhe begegnet und dieses gute Gesprächsklima wollen wir mitnehmen und alles umsetzen, dass mit 01.01.2015 ein reibungsloser Start einmal funktionieren kann. Der nächste Schritt, der erste Schritt, Sie haben es gesagt, die Gemeindefusionierung mit Biwereck. Gibt es jetzt weitere Ziele, wo man sagt, Sie möchten das in Ihrer Amtsperiode dann in den nächsten Jahren erreichen? Natürlich gibt es weitere Ziele. Also ich möchte, was mir ein Anliegen ist, dass wir als Stadtverwaltung, als Serviceeinrichtung wahrgenommen werden. Ehrgeiziges Ziel wird sein, dass man einen barrierefreien Zugang schafft hier im Stadtamt. Auch wir möchten eine Bürgerservice-Einrichtung schaffen, wo man wirklich alle Erledigungen mit einmal hingehen bekommen kann. Also das wird das Ziel sein, was die Verwaltung betrifft. Ich habe das Glück, dass wir sehr gut funktionierende Abteilungen haben. Das fängt nicht nur im Stadtamt an, sondern Bau- und Wirtschaftshof, Musikschule, Kindergärten, die Damen, die alles fit und instand halten. Also das läuft sehr gut und wichtig ist, dass Service geboten wird. Bernbach wird ja nicht die erste oder nicht die einzige Gemeinde sein, wo der Stadtamtsdirektor dann auch zugleich der Bürgermeister ist. Ist es dennoch schwierig, diese beiden Funktionen jetzt zu vereinen, unter einen Hut zu bringen? Es ist sicher schwierig vom Zeitaufwand her. Ich habe mir aber das ehrgeizige Ziel gesetzt, das umzusetzen. Es ist ja so, dass der Stadtamtsdirektor sehr viel im Bereich Entscheidungsvorbereitung macht mit dem Bürgermeister, sehr oft auch gemeinsam mit dem Bürgermeister auftritt. Bis jetzt habe ich sagen können, der Herr Bürgermeister hat entschieden. Jetzt muss ich die Entscheidungen vorbereiten und dann selber treffen, natürlich in Abstimmung mit Stadt- und Gemeinderat. Es ist natürlich ein ehrgeiziges Vorhaben, aber ich bin guter Dinge, das einmal zu schaffen. Und nach dem 31.12.2014 werden wir dann sehen, auch wie es weitergeht. Der Rücktritt von Altbürgermeister Max Kinzer kam für viele überraschend. Er selbst hat sich seinen Rücktritt aber reiflich überlegt. Für mich ist mein Entschluss schon im Vorjahr festgestanden, dass ich spätestens im März 2014 mein Amt zurücklegen werde. Das waren genau 10 Jahre und das war für mich an und für sich genug. Und es hat sich dann ergeben, dass es einen Monat früher passiert ist. Ja, aber mein Entschluss selbst ist schon im Vorjahr festgestanden und man soll auch den Nachfolger dann die Zeit genehmigen, die er braucht, um ein neues Team zu formen und eben gut gerüstet in die nächste Gemeinderatswahl gehen können. Werden Sie der Politik jetzt gänzlich den Rücken kehren? Wird man Sie vielleicht noch irgendwo unterstützend auffinden? Im ersten Moment nicht. Ich bin ja nach wie vor noch Stadtparteiobmann und das Amt werde ich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die wahrscheinlich im März oder im April sein wird, noch weiterhin ausüben. Ja, vielleicht dann beratend im Stadtparteiausschuss mitwirken, aber sonst an und für sich nicht mehr. Das heißt, wird es Ihnen langweilig werden oder gibt es Pläne, was man jetzt dann in Zukunft machen wird? Vor der Langeweile habe ich eigentlich keine Angst. Ich freue mich eigentlich, jetzt momentan geht es nicht, ich bin noch ein bisschen verletzt beim Fuß, aber ich gehe dann gerne ins Fitnessstudio, gehe gern walken, Radl fahren im Ding im Sommer und ja, da arbeiten zu Hause stehen an. Es war eigentlich so witzig, ich habe da mit meiner Frau irgendwann einmal wieder in der Vorwoche der Bürgermeister Konrad in Leoben zurückgelegt hat, dann haben sie auch das gleiche Frage gestellt und er hat gesagt, er hat einen Keller aufzuräumen. Und das ist schon was, was meine Frau ein Jahr zu mir sagt, du, wann fängst du unten eigentlich an? Das wird natürlich jetzt da kommen. Mit 20 Stimmen und 4 Stimmenthaltungen wurde Magister Bernd Osprian vom Stadt- und Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt. Insgesamt ist es
glaube ich, eine tolle Entscheidung. Und ich, wenn ich das gleich anhängen darf, wünsche dem neuen Bürgermeister alles Gute und darf mich auch beim Altbürgermeister bedanken für seine tolle Leistung. Und ich glaube, ich kann das im Namen der SPÖ des Bezirkes Salzburg so sagen. Ich glaube, das war die optimale Lösung für die Gemeinde. Bernd Osbrand ist jetzt Jahre schon als Stadtamtsdirektor hier tätig und kennt sich eigentlich aus. Es kommt die Gemeindezusammenlegung, es kommen schwierige Aufgaben auf den jetzigen Bürgermeister zu und ich glaube, das meistert der Osbrand Bernd am besten. Ich denke, dass der Bernd sowohl fachlich und natürlich auch, und auch menschlich da passt. Wie gesagt, einige Fragen werden noch geklärt und von dem her hat es von unserer Seite aus noch nicht den gesamten Vertrauensvorschuss gegeben. Auch Bezirkshauptmann Magister Hannes Beisel wohnte der Gemeinderatssitzung bei. Welche Funktion werden Sie jetzt heute hier haben, beziehungsweise was wird heute hier Ihre Aufgabe sein, wenn die Wahl abgeschlossen ist? Ja, nach der Wahl hat der Bezirkshauptmann den neuen Bürgermeister anzugeloben. Er muss die Einhaltung der Gesetze mir in die Hand zu geloben. Grundsätzlich ist das keine alltägliche Aufgabe. Alle 5 Jahre bei den Wahlen sind Angelobungen vorzunehmen, beziehungsweise wenn ein Bürgermeister oder Vizebürgermeister aus dem Amt ausscheidet. In den letzten 5 Jahren haben wir schon eine Angelobung gehabt in Graden. Diesmal ist es in Bernbach und wahrscheinlich vor der Wahl wird es noch einen Bürgermeisterwechsel geben. Es kommen also zweifellos spannende Zeiten auf den Bezirk Salzburg zu.